Liter, meine Freunde. Ich wusste jetzt gar nicht, wann ich aufhören soll, Tom. Tom hat sich den Song ausgesucht, das ist das Dragon Ball Z Opening, oder? Ja, das erste. Wie heißt das? Schala, Head, Schala. Ja. Ja. Können wir schon mal machen. Ist das für die intellektuelle Elite? Ich habe auch direkt 1 von 5 Sternen gegeben. Ja? Wie man hier sieht, danke für deine Bewertung. Gar kein Problem, liebes YouTube. Ja. Was? Oh, Tom hat heute eine Neuerung eingeführt. Ja, hier, Witzenmann ist natürlich immer am Start. Aber warte, ich darf den Tom natürlich nicht ganz filmen. Ja, weil der Tom ist ein bisschen wie Wilson aus. So, er hat auch eine Mütze auf. So wie es sein muss. Ja, die geht auch an der Seite weiter. Moment, so. Ja, Tom, der gute Tom. Es ist ganz schön warm unter dieser Mütze. Also ich frage mich, wie du das aushältst. Ja, das ist mir jetzt schon unangenehm. Aber deine Kopfwindungen, weißt du, Jesus kann nicht in deinen Kopf. Ja, das ist richtig. Aber Jesus kann auch nicht in meine Ohren, weil ich diese coolen Schlappen über den Jesus Ohren habe. Jesus kann auch nicht in meinen Ohren. Und ja, in mein stimmt. Herz kann Jesus schon gar nicht. Ja. Da ist viel zu viel Platz verbraucht. Wie dem auch sei. Leadtime heute, ihr Freunde eigentlich. Ja, Freunde. Heute nicht so viele Themen, ja, aber dafür viele gute, ganz besondere. Ja. Wir haben nämlich gestern den Blog gestartet zu Battlefield Bad Company 2. Wusstest du das, Tom? Hm? Ja, habe ich dir erzählt. Ja. Da gibt es immer die neuesten Infos und Updates, ja. Die neuesten Tipps und Tricks. Ja. Mein Chef hat zum Beispiel gesagt, Chris, du bist doch so eine Fame-Hure. Magst du nicht einen Blog zu Battlefield Bad Company 2 schreiben? Ja. Natürlich will ich das. Weil meine Freunde meine Blogs sehr gerne lesen. Das hat unser Chef gesagt. Hat unser Chef gesagt, ja. Magst du das nicht machen? Eigentlich hat er es nicht gesagt, ja, aber ich tue einfach so. Du hast es erfunden. Die Gruppe des Tages sind hier, ja? Na? Ensemble Studios. Genau. So, die Macher von? Age of Empires. Age of Empires und Halo Wars. Aber die gibt's ja gar nicht mehr. Ja, es ist ja auch eine... Straight to the heart. Straight from the heart to the rest of Frondo Ensemble Studios. Ja, vom User des Tages. Gegründet von Raik. Ja? The Legend Killer. Der Gute ist halt der Mega-Wrestling-Fan. Oh. Und Randy Orton. Und ja, wir haben viele Wrestling-Fans übrigens in unserer Community. Und auf jeden Fall, Raik ist sehr, sehr aktiv. Ja? Freut mich auch, dass das dir so gut hier gefällt bei uns. Ja? In deinem neuen Zuhause quasi, ja, außerhalb des Wrestling-Ringes. Und bleib weiter so true, wie du bist, würde ich sagen, oder? Was denkst du? True. True. Hast du eigentlich auch Bilder von dir, Raik? Das würde mich jetzt interessieren. Nee, aber von Moves, vielleicht ist das ja der Raik. Wer weiß das schon. Ich glaube, das ist der Raik. Er hat nur Batista drüber geschrieben. Ja. Ist es Raik? Ja. Ja, das ist Raiks Körper, aber mit Batistas Kopf. Mit Batistas Kopf, ja. Dann haben wir Lusitano G. Ich habe ja gestern in der Leadtime gesagt, hey Lusitano, dein Blog, Alter, du hast hier PC Action, wir haben extra Blogs eingebaut, mach das doch bitte auch bei uns. Und zack, gibt's den Blog auch bei uns mit den Konzertterminen. Unter anderem ist der Marsch am 18.05. in Nürnberg. Im Hirsch? Ja. Hirsch ist mein Lieblingsdisco. Ja, da bin ich straight dabei. Ja, ich nicht. Ja, du nicht, du bist nee. In Australien. Ja. Ja. Aber ich bin dann straight dabei. Freue ich mich auch schon. Wenn mich jemand begleiten will, ja, schreibt mir keine PS. Ja, was soll man da sagen? Hier, wir suchen noch Fragen für den King. Der kommt, also der Savage, der King. Suchen wir Fragen, der kommt am 9. Bisher haben wir da 92 Kommentare. Sind das alles Fragen? Unter anderem, wir sollen den King fragen, wie es Elmo geht. Brack! Ja, Elmo, das ist halt der beste Mensch. Dann haben wir, hatten wir gestern, ich wollte mit dir über Piranha 3D reden, generell über 3D-Filme, Tom. Ja, weil du bist auch ein Filmliebhaber. Nee, und, überhaupt nicht. Und, aber wir können das ja tun. Wir können es so tun, als wenn du ein Filmliebhaber bist. Du als Filmliebhaber. Ja. Ja. Ich meine, du bist halt ein Regie-Wunderkind. Hm. Ja, machen sich zu. Aber 3D-Technik, also ich hab Avatar noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich werde ihn mir auch nicht angucken. Aber davon abgesehen. Gut, ja, dass wir Filmexperten sind. Habe ich noch keinen wirklich geilen 3D-Film gesehen. Ich habe dieses Bloody Valentine 3D gesehen. Der war okay. Ja, die 3D-Effekte waren okay. Sonst war es halt Durchschnitt. Horror-Scheiß. Aber sonst. Ich habe Final Destination 4 gesehen. In 3D? Ja. War es gut? Es war okay. Es nutzt sich sehr schnell ab, finde ich. Ja. Also, du hast dich halt nach 20 Minuten an diesen 3D-Effekt gewöhnt und ja, dann ist ja nichts Besonderes mehr.
Die Leute sollten sich halt mehr konzentrieren, nicht auf neue Techniken, sondern darauf, die alten Techniken vernünftig auszunutzen. Einen geilen Film zu machen, ja. Oder? Ja. Ich meine, Inglourious Basterds kam auch ohne 3D aus, weißt du? Ja. Ich hätte aber gerne was vom Strudel. Vom Strudel hätte ich auch gerne in 3D gehabt. Ja, hätte ich dann ein bisschen Strudel gegessen. Oh, der hat sich direkt ausgefallen. Dann hier, ich werde immer gefragt, hier ist Chris, wie kann man eigentlich Fernsehen am PC gucken? Ja? Wie funktioniert das mit dem kostenlosen Spielfilm wie American History X? Wird ich andauernd alles, gefragt. Alles gefragt, was du an Artikeln hast. Ne? Ja, ich hätte immer, meine Artikel stimme ich ja darauf ab, was ich gefragt werde. Macht Sinn. Ja. Haben wir jetzt einen Artikel, Fernsehen am PC, kostenlos, legal und so einfach. Ja? Kannst du dir zum Beispiel American History X angucken? Das Ulkige ist ja, dass die Leute dich fragen, aber die Artikel schreibt dann Fjumpf. Ja, der Fjumpf schreibt auch die besten Artikel der Welt. Also dann nochmal meinen Respekt an Fjumpf. Und dann haben wir hier vom Kollegen Schäfer, Tim Schäfer, kennst du Brutal Legend? Ja. Eines seiner besten Werke, Psychonauts, gibt es jetzt bei Steam für drastische 2 Euro. Das ist ein sehr guter Preis. Ja, das ist halt weniger als 3 Euro zum Beispiel. Doch, deutlich weniger Euro. Als 5. Ich habe es mir damals gekauft für 67 Mark, glaube ich. Waren das Mark oder waren es Euro? Das ist ja auch so gut, dass es ja tatsächlich auch 10, 20 oder 30 Euro wert ist. Ja, ja, eben. Das ist halt dann schade, dass es damals, als es rauskam, keinen Arsch gekauft hat. Ja, es war halt wie viele Tim Schäfer-Titel einfach brillant, ja? Aber seiner Zeit vielleicht voraus. Kann man so sagen? Ja. Monkey Island war seiner Zeit eigentlich auch voraus. Am Massenmarkt halt 2 Kilometer vorbeigeschossen. kurz an der. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja. Dann, wie lange haben wir schon? Noch hast du 3 Minuten. Noch habe ich 3 Minuten. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Lead-Time. Und verabschieden uns quasi schon, oder? Haben wir ja schon alles gemacht? Ich habe alle Themen, die ich aufbereitet habe. Wir können uns vielleicht über Battlefield nochmal unterhalten. Ja, du könntest ja auch mal auf pcgames.de gehen und dann. Ja. Dann betrachtet, dass ich hier immer 10 Minuten meiner Zeit verschwende. Du wirst Battlefield auch spielen, aber du freust dich jetzt noch nicht so drauf wie alle anderen, oder? Wann kommt das raus? Am 4. März, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also da bin ich ja gerade umgezogen, wieder zurück in meine Heimat. Ja. Und in den Australien-Vorbereitungen, ich weiß nicht, ob ich da... Ob du da so die Zeit haben musst. Dann schickt mir auch niemand die Spiele mehr. Ich schicke sie dir. Ich sag EA, die sollen dir die schicken. Ja. EA, ihr sollt dem Tom eine Version schicken. Ja. Hier, PC Games Most Wanted habt ihr momentan. Ja? Die PC Games User, die ja jetzt nicht so cool sind, ja, haben gewotet. Mit 24%, was cool ist, Battlefield Bad Company 2 auf Platz 1. Dann Mafia 2 sehe ich jetzt nicht so auf Platz 2. Wenn ich ehrlich bin, Crysis 2 sehe ich auch nicht so auf Platz 3. Mass Effect 2 sehe ich auch nicht so auf Platz 4. Ja. So, Ich finde es gut, dass... oder. Also Max Payne 3 ist mir zum Beispiel zu weit unten, auf Platz 11. Weißt, das wäre bei uns in der Community, wäre das wahrscheinlich auf Platz 2 oder 3. Ich finde es interessant, dass Crysis 2 nur auf Platz 3 ist. Weil Crysis 1 war damals... in unseren Most Wanted-Dingern immer dabei, lang, ja. Ganz oben. Ja, ja, aber vielleicht haben die Leute einfach gemerkt, so, da muss mehr kommen, weißt? Da muss einfach ein bisschen, das muss menscheln, ja, sag ich mal, ja, das muss menscheln. Da muss man den Nano-Suite weglassen. Die Nano-Suite. Den Nano-Suite weglassen und einfach alle umbringen. Machen. Ja. Nee, aber das ist ja wirklich so, also viele gute Shooter kommen in diesem Jahr. Also gehen wir mal Battlefield Bad Company, ja, Crysis 2. Dann hast du wahrscheinlich Deus Ex 3, was auch ein bisschen Shooter ist. Dann hast du Bioshock, ja. Du hast ein Medal of Honor. Du hast wahrscheinlich noch ein neues Metal Gear Solid. Quatsch. Wie heißt das noch? Modern Warfare? Kein Modern Warfare. Modern Warfare hast du nicht, aber das ist ein neues Call. Und Rage kommt noch, oder? Brink? Ja, Rage, Brink. Also da kommt einiges auf uns zu. Ja. Und, 30 Sekunden noch. Das ist überraschend informativ, dieses Ende heute. Ja, das nervt mich jetzt gerade. Haben wir nie gemacht, dass wir so viele Informationen... Ja. Sollen wir einen Schneemann bauen draußen? Einen Yoda-Schneemann und den fotografieren? Mit einem Penis? Und du nimmst den Penis in den Mund? Den Schneepenis von Yoda? Penis? Guckt sich das einer bis zum Ende an? Wie lange haben wir noch? 10 Sekunden. Keiner weiß es. 10 Sekunden noch. Ja. Ja. Das kann sich eigentlich verabschieden. Stehst du auf dem Wifecam Stier? Nee, ich nicht. Tschüss. Ich auch nicht, aber nee, das nur nebenbei. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Du musst halt irgendwann mal aufhören damit, sonst kann ich nicht wegdrücken. Achso, ja, mach tschüss.